Axel Borgmann, 3:2 gewonnen, Energie Cottbus gegen den VfB Kriechow. Das ist das Duell der beiden besten Mannschaften in Südbrandenburg. Wie wichtig ist denn das da für Energie, dieses Spiel auch unbedingt zu gewinnen? Wichtig, aber jetzt auch nicht so wichtig, wie Sie jetzt vielleicht meinen. Es ist einfach am Ende des Tages ein Testspiel. Wir wussten, dass es eine gewisse Brisanz hat. Wir haben es auch gewonnen, aber wir wissen es auch einzuordnen. Also man muss jetzt da nichts mit diesem Ergebnis reininterpretieren, sondern wir trainieren momentan sehr hart und haben auch gestern zweimal hart trainiert, heute Morgen auch noch. Und von daher sind wir einfach zufrieden, dass wir es ordentlich gemacht haben und 3:2 gewonnen haben. Das ist der vierte Sieg im vierten Testspiel. Jetzt geht es so langsam Richtung Liga dann. Der Kader sieht auch schon jetzt relativ gefüllt aus. Wo sehen Sie den FCE aktuell? In der Vorbereitung. Mehr kann ich noch nicht sagen. Also ist richtig, jetzt haben wir noch zwei neue, die uns auch noch verstärken. Aber sonst muss man einfach sehen, wir machen es bisher wirklich sehr gut. Haben 4 Spiele, 4 Siege, so kann es jetzt weitergehen. Dann versuchen wir am Samstag das nächste Spiel zu gewinnen. Und alles andere wird man sehen. Also ich bin bisher mit der Mannschaft zufrieden, mit dem Trainerteam, wie wir es machen. Haben auch eine gute Intensität, aber mehr bringt es auch nicht zu sagen. Danke. Bitteschön.